3DO. From across the ocean and around the globe, bringing the latest news home to you. War. The Tan War Machine has begun to mobilize in their quest for world domination. Here we see the tyrannical Tan Commander as he vows to capture and destroy all green territories and claim them for his own. In response, our forces have been dispatched to hold our borders secure. To the northern mountains and the western desert, and as far as the southern swamps, our boys stand ready to resist Tan invasion. Invasion! Tan forces have crossed our border, and the green response has been swift and dramatic. But things are heating up. The dramatic shots depict the intensity and fury of this contest. Combat cameramen have risked their lives bringing you these shots of our boys pushing the Tan Scourge back. With the dawn come our aircraft, bringing paratroopers to reinforce the green counterstrike. Today the battle is ours. Tomorrow is up to you. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Oh mein Gott, es geht schon direkt los. Ja, ich habe die Tage mal irgendwann mal hier, ich glaube bei GOG müsste das gewesen sein, also Good Old Games bei der Seite, einfach ein bisschen gestöbert, was es denn so gibt, was es da zu kaufen gibt. Und ja, ich bin hier drüber gestolpert, nämlich der allererste Army Man Teil, wo ich ja schon ein paar Teile auch schon für die PlayStation 1 gespielt habe. Ich glaube, 3 Stück müsste das gewesen sein. Army Man 3D, Army Man Sarge Heroes und Air Attack, genau so hieß das. Und ja, ich habe eigentlich nie vorgehabt, hier den Start mal, also die Starterreihe auch mal zu spielen. Aber ich habe mir gedacht, hey, das kostet irgendwie 89 Cent oder so. Und es gehört zur Reihe dazu. Und das hat mich eh schon immer interessiert, wie die ersten Teile waren. Weil ich fand die 3D-Teile, auch wenn die halt immer ziemlich von der Presse und von den Kritikern zerrissen worden sind. Also ich sage mal, die Teile, die ich gespielt habe, die gingen noch irgendwo. Aber die späteren Teile, die dann auch Anfang der 2000 rausgekommen sind, gerade für PlayStation 1, das waren wohl richtige Grützenspiele. Ich habe sie nicht alle durchgespielt, aber ein paar schon. Und ich fand sie eigentlich immer ganz nett. Und ja, ich wollte jetzt einfach mal gucken, wie hat diese Reihe überhaupt gestartet? Weil für mich selbst natürlich Army Man eine besondere Bedeutung. Ich habe es früher sehr gerne gespielt auf der PlayStation 1, als ich noch ein kleiner Bub war. Und ja, wenn ich schon mal hier bin, ne, kann man auch die PC-Teile mal nachholen. Ich habe gestern, oder die Tage jetzt irgendwann, wir haben jetzt heute übrigens den 29.02. müssten wir haben, genau, Schaltjahr. Und kurz vor 8, ich gehe heute noch zum Friseur, ich wollte eigentlich schon längst aufgenommen haben oder kurz vorm Ende sein. Hat heute nicht so gut funktioniert, egal. Ja, die Steuerung ist hier sehr interessant. Ich habe das Bootcamp noch nicht fertig gemacht gehabt. Ich habe nur angefangen, um mal grob reinzugucken. Ich verstehe nicht, warum man auf Multiplayer umspringt. Und ja, der wird uns jetzt natürlich die ganzen Bewegungen einmal gezeigt, die wir können, wie die Steuerung ist und sowas. Und so ein Layout habe ich bisher auch noch nicht erlebt. Aber okay, seht selbst. Ich würde sagen, wir starten einfach mal das Layout. Ha! Das Bootcamp. Weil ihr seht hier schon, das sind vermutlich schon, ja, Grafiken, die man auch im originalen Spiel hat. Deswegen, Army Man 3D war, glaube ich, wirklich der erste Teil, der in 3D war. Also, wo man wirklich von einer Third-Person-Perspektive kam. Denn die klassischen Army Mans... Oh. Walk up to science for more information. Okay. Ja, die sind aus der Vogelperspektive zu spielen. Und ich steuere mit dem Nummernpad. Oh ja, oh ja. Hier, Vorsicht, geh nach Westen, Westen durch den Kurs. Und gewöhne dich schon mal an die, ja, Eingaben. Deswegen, Keypad 8 geradeaus. 2 ist rückwärts, 4 und 6 ist immer drehen, jeweils nach links und nach rechts. Die Geteilt-Taste, ne, oder hier der Slash, das ist einfach nur, ja, sich nach vorne werfen. Dann liegt man nämlich direkt, weil es gibt ja nämlich verschiedene Zustände, in denen wir uns befinden können. Einmal stehend, kniend, glaube ich, und liegend. Okay, 9 und 7, damit kann ich mich rollen, ein bisschen ausweichen. Und 5, okay, damit kann ich mich hinknien. Sehr schön. Okay, gucken wir uns das nochmal an, dann kriegen wir schon irgendwie hin. So, dann ist hier einmal der Dive, pass auf. Dann kann ich mich dann hier so schön... Hilfe. Scheiße, okay. Ich komme nicht klar. So, nein, stopp. Warte. Stehst du bitte auf. Genau, man kann sich noch so schön rollen. Auch wenn die Kamera immer mitgeht. Und das macht mich ein bisschen wahnsinnig, aber ist ja nicht schlimm. Bin ja nur ich. Ich weiß nicht, was die 3 Pfeile, die unter mir sind, bedeuten. Ob ich mich hier irgendwie befördern kann oder so. Also, oder befördert werden kann. Keine Ahnung. Werden wir noch rausfinden. So, ab zum Schießstand.
Ja, der Schießstand wird deine Fähigkeiten entwickeln, in die, also beziehungsweise die oder dich darin lehren, mit dem Gewehr zu zielen und verschiedene Stände einzunehmen. Mit dem Haunted Spacebar. Ja, man kann mit Space schießen. Notice that shorter objects will be easier to hit while kneeling or lying prone. Okay. Das heißt, wenn Viecher liegen oder knien, kann ich sie einfacher treffen, indem ich selbst knie oder liege. Ich kann mit der Maus hier übrigens zielen und auch mit der Maustaste ganz normal schießen. Das Zielen, das, da muss ich nochmal gucken. Ich weiß nicht, ob ich immer so einen Knick in der Optik habe. Oder ob das Fadenkreuz nicht unbedingt das ist, wann ich mich orientieren soll, sondern ein Stück darunter. Aber ich kann auch an meinen Augen liegen. Ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste, ne? Ich habe auf jeden Fall diesen Teil noch nie gespielt. Ich habe auch erst Jahre später erfahren, dass es Teile, achso, ich treffe den gar nicht, dass es Teile von Army Men gibt, die halt vor dem 3D-Teil entstanden sind. Was eigentlich aufgrund des Namens schon Sinn machen würde. Von wegen jetzt Army Men 3D und nicht einfach nur, es könnte auch einfach nur Army Men heißen. Ich weiß gar nicht, wann es rauskommt. Ist 98 hier, 99, also hat auch schon einige Jahre auf dem Buckel das Spiel. Wie man auch erkennt, unschwer. Und es gibt, glaube ich, in Summe 3 oder 4 Teile, die ja in dieser Perspektive spielen. So, zack, können wir uns nochmal hinknien. Ja, okay, das ändert jetzt nichts am Zielverhalten. Weil der Schuss, der läuft, glaube ich, immer so ein bisschen an der Mitte des Fahnenkreuzes vorbei. Habe ich zumindest das Gefühl. Kann aber auch an mir liegen. Wie gesagt. So, ich mit euch. Ist wahrscheinlich auch ein Spiel, was jetzt nicht unbedingt jetzt den Großteil von euch ansprechen wird. Ich weiß auch nicht, ob mir das gefallen wird. Keine Ahnung. Aber wie gesagt, ich habe bald noch nie in der richtigen Mission. Aber ich denke genauso, es wird wahrscheinlich nicht allzu lang sein. Ne? Also lasst das mal aus dem Bauch heraus, sag ich mal, 20 Part. Keine Ahnung. Achso, ja, wie kommen wir jetzt dahin? Den nächsten Stand habe ich auch schon gemacht. Vorgestern oder gestern oder wann auch immer das war. Ich komme da nicht hin. Weil da werden wir nämlich mit dem Umgang mit Granaten geschult. Oder in dem Umgang mit Granaten geschult. Ah, da komme ich wieder raus. Abrichtung sehen. Ganz nice, auch unten eine Karte, die wir haben. Grenade Range. So, was haben wir denn hier? Die Granate ist eine andere Waffe mit großer Reichweite. Drop your current second weapon, if any. Okay. Keyboard 2. Oder, ah, okay, damit kann ich Waffen fallen lassen, ist in Ordnung. Einfach nur eine Granatenkiste überlaufen, um die einzusammeln, ist klar. Keyboard 2 to ready the grenade. Achso, wenn ich mehr als, wenn ich den Waffen wahrscheinlich, wenn ich die wechseln möchte, vermutlich. Und ja, ich zeige euch einfach, wie das geht. So, zack. Ach, ich darf nur eine mitnehmen. So, wenn wir jetzt die 2 drücken, laufen wir rückwärts. Wenn wir jetzt die 2 drücken, ah, okay. Okay, das ist wirklich die normale Tastatur wieder. Interessant. Da können wir gedrückt halten. Dann sehen wir, wo die Granate einschlagen wird. Und explodiert direkt. Wir müssen also keinen zeitlichen, nicht großartig zeitlich uns darauf einstellen. Vielleicht reicht das noch aus. Ja, hat nur gereicht. So, ich brauche jetzt hier nicht alles kaputt machen. Macht ja keinen Sinn. Ach, ich wollte mit WASD steuern. Ja, ja, halt die Fresse. Jetzt die Frage. Wie muss ich mal gucken. Wie werfe ich ihn nochmal weg? Holding the spacebar, use keyboard 6 to 8. Pressing keyboard 2 oder F. Achso, F8. Ha! So geht das. Alles klar. Stressige Musik auf jeden Fall, die hier am Stissel ist. So, gucken wir, was es noch so Schönes gibt. Was kommt da als nächstes? Vielleicht wieder Minen suchen? Mortar. Oh, Mörser. Mörser ist auch geil. Gleiches Prinzip wahrscheinlich wie Granaten. Der Mörser ist eine großartige Waffe, um ja, Ziele anzugreifen und außerhalb ihrer Reichweite zu sein. Das wird, wie gesagt, vermutlich genau das gleiche sein. Vom Prinzip her wie die Granate. Halt die Fresse. Ah, nein, nicht kaputt schießen. Mortar. Ja, die Mörser sind. Alter, okay. Die sind meistens richtig fette Waffen. Also die, fand ich damals immer sehr geil. In alten Army-Mentalen, weil die halt wirklich eine Zerstörungskraft haben, jenseits von Gut und Böse. Ja, komm, den Jeep machen wir noch kaputt. So. Und jetzt kannst du das Ding mal wegschmeißen. Brauchen wir nicht mehr. Und weiter geht's. So. Flammenwerfer gibt es hier noch. Das weiß ich. Bazooka. Auch nicht schlecht. Ja, ich schätze mal vom Prinzip her, wie gesagt, sind alles die gleichen Waffen. Nur ihre Funktion ist ein bisschen anders. Ja, genau. Bla 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 bla. Ist okay. Die Bazooka wird dein, oder ja, der Bazooka-Schussstand wird deine Fähigkeiten verbessern. um halt die Größe in der Hand
gehaltenen oder in der Hand Größe, keine Ahnung, Waffe, ja, zu beherrschen. Achtung, wenn du die Bazooka in oder auf Objekte schießt, die zu nah dran sind, können sie dich verletzen. You will free up your second slot. Ja, okay. Das heißt einfach nur, dass ich noch... Oh, halt die Fresse. Dass ich noch Platz brauche? Oder braucht der... Ah, a Bazooka. Ah, okay. Wollte gerade sagen, ich wusste jetzt nicht, ob der jetzt vielleicht noch irgendwas anderes braucht. Warum bin ich jetzt hier? Boom. Ja, ich habe Energie verloren. Sauber. Ich kriege das mit dem Ziel nicht hin. Es tut mir sehr leid. So. Kann ich auch im Liegen schießen? Das wäre doch mal was. Aus dem Knien ist klar. Ich glaube, es funktioniert, ja. Auf Schlampe. Nee, ich töte mich sonst selbst. Das müssen wir ja nicht mit ansehen. So, diese Munition nochmal. Aber dass man da auch keine neue Munition einsammeln kann, das finde ich ein bisschen blöd, ne? Oh, Sprengsätze. Das könnte vielleicht ein bisschen interessanter werden. So, was haben wir denn hier? Bla 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 bla. Ja, okay, diese, also Sprengsätze werden eigentlich nur dafür genutzt, um Gebäude zu vernichten. Ah, okay. Die sind zeitgesteuert, das heißt, ich musste nicht selber zünden. Das ist auch schon mal nicht verkehrt. Also zumindest zu wissen. Ah, guck mal, der ist direkt im dritten Slot aus irgendwelchen Gründen. Auch nicht. Kann ich nicht erklären. Okay. Ja, komm, ich will schon sehen, wie das Ding explodiert. Schauen wir uns das mal an. Okay. Wie spektakulär. Mein Gott. Ich hätte mir Popcorn besorgen müssen. So, komm, dann schmeißen wir das Ding auch wieder weg. Tschüss. So. Jetzt sind wir gleich schon zur Hälfte rum zumindest. Höh, was ist denn hier? Use mines to protect an installation or to cover your path. Achso, es geht einfach nur um Minen, die ich dann irgendwie hinlegen kann. Mines. Nee, deins. Ah, guck mal, ich sehe sie sogar. Würde ich die dann in meine Laufrichtung setzen? ich kann nicht laufen. Minenfeld, okay. Ich wüsste aber gern erstmal... Ah, okay, das ist ein Minensucher. Schmeißen wir weg. Zack. Kennen wir auch schon aus den vergangenen Teilen. Die Minensuchgeräte. Ja, der Minensucher sichert den Path, den Pfad, der vor dir liegt, von allen Minen. And when you find a mine, you will become visible. You have two choices. Leave it there to trip up an enemy army or remove it. Okay. Ah, okay, ich entschärfe die dann auch. Das heißt... okay, oder? Nee, ich habe keine Ahnung, um echt zu sein. Ich guck mal, was passiert. So. Minesweeper. This is definitely gonna be useful. Can't carry that. Ah. Already. Okay, ich kann drüber laufen. Ah, okay. So mache ich das. Aber die werden direkt entschärft, ne? Das ist natürlich ganz geil. Die sind dann quasi auf meiner Seite, die Minen. Deswegen können die mir wahrscheinlich nichts mehr anhaben. Aber den Gegnern. Aber es kann natürlich interessant werden, wenn ich mit anderen Kollegen unterwegs bin, ne? Also mit anderen Kameraden. Dann kann das natürlich sein, dass meine Kollegen da drauf laden. Deswegen wäre es, glaube ich, auch nicht so clever, die da liegen zu lassen. Aber hey. Schauen wir uns mal an. So, okay. Was haben wir denn jetzt noch? Ein Flammenwerfer gibt noch ein Maschinengewehr? Ah, okay, da kommt der Flammenwerfer. Ich verstehe. Klar, gegen Plastiksoldaten braucht man einfach einen Flammenwerfer. So, der Flammenwerfer ist one of the deadliest weapons against the enemy. Make sure your second slot is empty to take, bla bla bla. No lazy waste to the forest. Okay. Achso, Entschuldigung, da stand noch was Interessantes. Irgendwas von wegen Plastik, irgendwas. Be careful, Plastic and Fire don't mix. Also ich muss wahrscheinlich aufpassen, dass ich mich nicht selbst abfackle. Flamethrower. Nachvollziehbar. So, komm mal hier. Ah, okay, jetzt verstehe ich auch die Schussanzeige. Der ist aber echt böse, ne? Und da geht auch direkt die Hardware in die Knie, ey. Ich brech zusammen. Huh? Wer schreit denn da? Habe ich jemanden getötet? Ich wollte nicht. Es tut mir leid. Oder schreien die Bäume vielleicht? Ach, ich weiß nicht. So. Auf jeden Fall, ich habe gar nichts zur Story gesagt, ne? Weil wir haben ja gerade ein kurzes Intro gesehen. Es geht natürlich wieder mal um den Krieg zwischen der Grünen und der Braunen Armee. Wobei die Grünen Armee natürlich den Amerikanern zugeordnet ist und die Braunen irgendwelchen anderen bösen Leuten, vielleicht aus Osteuropa, vielleicht aus Deutschland. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. So. Ah, guck mal, da gibt es ja noch so ein paar Accessoires, so wie es aussieht.
Ah, Airstrike, okay. Take the Airstrike, Wiccan and Paratrooper Queen. Okay. Ich kann auf jeden Fall Luftschlag anfordern, dafür muss ich F5 drücken. Left click to strike where the icon is. Alter. Ah, okay, ich kann Fallschirmtod nochmal anfordern. Also, ich tut mir leid, dass ich das jetzt nicht so nicht übersetze. Ich muss das erstmal verstehen. Hit. To call a weapon, all enemy units become visible for a short time on a strategic map. Ah, okay, das sind wirklich so, ich sag mal, ja, strategische Gedönskirchen. Ah, guck mal, auf der rechten Seite, also im unteren Bereich links neben der Karte. Da steht jetzt Air Support, das heißt, ich kann einmal jetzt hier einen Luftschlag anfordern. Sarge, I need an airstrike. Over. Ist das böse? Ich habe keine Ahnung. Okay, alles klar, gut. So, gucken wir uns mal unsere Fallschirmtruppen an. Das ist ja nice, weil das gab es eigentlich in den 3D-Teilen hinterher nicht mehr. Also ich wollte gerade sagen, ich wollte jetzt nicht nur Fallschirme haben, da wäre cool, wenn da Soldaten dranhängen würden. Und F7. This is Sarge. Send me a recon. Over. Ah, guck mal. Ja, unten auf der Karte sieht man, da sind jetzt so ein paar Dinger aufgedeckt worden. Das ist wahrscheinlich so ein Spionageflugzeug, wie man das auch schon aus. Haha, Command & Conquer kennt. Cool, unten links ist aber sind noch die Dialoge. Jetzt habe ich noch keiner was mit euch machen soll, um ehrlich zu sein. Entschuldigung, ich wollte dich nie abschießen. Ach, ich schreie, weil ich zu nah am Feuer dran bin. Ich verstehe. The follow command. If you have not dropped the paratroopers yet, do so. Use the tab key to cycle through your squads, okay? Hilf F1. Okay, das ist cool. Tab key. F1. Ah, okay. Da kommen sie angedackelt. Was ist das? Blablabla. Ah, F2. To the spot you want the spot to go. Use the... Ich versteh's nicht. Okay, wir schauen uns das einfach mal an. So, F2. Ah, okay. Ja gut, das ist ja easy. Da. Okay, ich kann einfach nur befehlen, dass sie da hinlatschen sollen. Und der Defend Command. F3, okay. Okay. And go into Defend Mode. Ja gut, okay. Schauen wir uns das mal an. Green, defend. Green, attack. Yes, sir. Bam, 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 bam. Green, defend. Finde ich auf jeden Fall ziemlich nice, dass wir hier Einheiten haben. Gut, die können wir einfach mal folgen. Kommt ihr auch mit hinterher? Nee, natürlich. Ja doch, kommen sie. Sehr nice. So. Motorpool. Oh, man kann sogar mit Fahrzeugen fahren. Geil. Okay. Jetzt bist du bereit dafür für deinen ersten mobilen, für dein erstes mobiles Vorstoßfahrzeug. Bla 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 bla. Hit F4. Okay, F4. Use the Z and X Keys or the Mouse. Oh, Alter. Wie kann man eine Steuerung so kompliziert machen? Okay. Ich denke mal, ich habe verstanden, worum es geht. So, warte mal. Wie weit? F4? Ah. Ach du Scheiße, wie lenke ich denn? okay, ich glaube, ich habe es verstanden. So. Okay. Das ist das. Ich meine, wofür ich einen LKW brauche, das weiß ich mir jetzt gerade noch nicht. Fetten Panzer? Achso, F4. Stimmt. Boom! Geiles Teil. Was haben wir hier noch? Vielleicht finden da ja meine Soldaten drin Platz. Das wäre natürlich ganz geil. Ja, tatsächlich. Ich wusste es. Ah, es ist so kompliziert mit der Steuerung. Warte. Und. Oh, ich habe einen Unfall gebaut. Es tut mir leid. Schade, ich kann es nicht kaputt fahren. Mit dem LKW im Panzer kaputt. Meine Fresse. Das wird ein Spaß, wenn ich immer mal schnell sein muss im Spiel. Oh mein Gott. So, yo, ich bin jetzt eigentlich gleich fertig, ne? Ja, ich könnte jetzt die ganzen Einheiten kaputt machen, aber ist ja auch Schwachflug, braucht man nicht. Ne, es sind nur Schießschaden. Jetzt ist halt die Frage. Macht das irgendwie Sinn? Also habe ich hier irgendwie ein Ziel, ein Ende oder sowas? Oder kann ich mich dann einfach gleich verschließen hier aus dem Parcours? Ach, meine Nase. Oh, Entschuldigung. Mein Fehler. Bin ich echt mal gespannt, wie ich mich hier schlagen werde beim Spiel.
Hier ist im Kreis gefahren, einmal schön, ne? Oder? Ja. Sieht für mich zumindest sehr stark danach aus. Okay. Machen wir Folgendes. Fahren wir nochmal zurück zu den grünen Mopeds da unten. Da werden aber auch nur die Fahrzeuge sein. Weil ich denke, ich kann das hier nicht abschließen. Ich muss hier einfach nur rausgehen. Ach, 20 Minuten bin ich schon dran. Heiliger Bimba. Es ist mal nur das Bootcamp.